Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Guide zu Elden Ring. In diesem Video zeige ich euch den Kampf gegen den Boss Ahnengeist. Und diesen treffen wir nämlich in Siofla an, in der Untergrundwelt, im Heiligen Hornland, ne, im Heilighornland, nachdem wir alle Fackel entzündet haben und wir den Zugang zum Boss haben. Und ich kann jetzt schon mal sagen, sehr einfacher Kampf, aber sehr schön inszeniert und meiner Meinung nach mit dem besten Boss-Soundtrack. Aber seht selbst und ich werde euch alle Details jetzt im Video verraten. Viel Spaß! Also in Siofla, in der Untergrundwelt, müssen wir halt dieses Rätsel lösen mit den Fackeln und dann im Heilighornland können wir uns zum Bossraum porten. Und da sehen wir jetzt schon auch den Boss, ist so ein Rehwesen, auch mit einem Geweih, so wie man es kennt. Und ja, das Monster hat ein paar Attacken drauf, die allesamt wirklich einfach auszuweichen sind. Also ich erkläre es einmal, das ist der Dreiersprung in der Luft. Nach dem dritten Sprung startet der Stampf auf den Boden, ausweichen, einmal schlagen. Achtet bitte nur darauf, dass nachdem er jetzt einen Dreiersprung gemacht hat und wir gekontert haben, dass er anschließend sofort ohne Pause aufkommt. Also macht euch drauf gefasst. Dann nenne ich das jetzt mal so eine Kotzattacke. Der kotzt so einen breiten Strahl auf den Boden, der aber nicht gefährlich wird, weil er diesen Strahl vor seinem Körper platziert. Wenn ihr da weit genug entfernt seid, da passiert dann einfach nichts. Ansonsten, da kommt jetzt wieder der Dreiersprung in der Luft. Wir machen eine Ausweichrolle, hauen ein, zweimal, achten drauf, dass er uns danach direkt wieder schlagen will. Er hat auch Attacken drauf, so wie jetzt eine Dreierkombo, indem er mit seinem Geweih von der Seite dreimal angreifen will. Das Ganze hat er aber auch, indem er mit seinem Geweih nur einmal von der Seite angreift. Eine Standardattacke, so wie jetzt. Das war jetzt nur das eine Mal. Wenn er sein Geweih in den Boden rammt, startet er einen schnellen Dash nach vorne. Seid auf jeden Fall vorsichtig, macht im richtigen Moment eine Ausweichrolle und schlagt einmal drauf. So, jetzt warten wir ab, was macht er als nächstes. Da war jetzt nur der eine Schlag von der Seite. Da kommt jetzt wieder dieser Dash nach vorne, indem er sein Geweih erstmal in den Boden rammt. Wenn wir hinter ihm stehen, kommt diese ganze klassische Attacke mit den Hinterbeinen. Nicht wirklich gefährlich. Hier gibt es jetzt nochmal eine andere Aura-Attacke, so eine Kotz-Attacke, indem er das gleiche macht, nur halt, dass er in die Luft springt. Aber auch das ist wirklich sehr ungefährlich, wenn man einfach weit genug wegsteht. Da war der Dreiersprung, eine Ausweichrolle geschlagen, dann direkt aufpassen, dass danach aber eine Attacke wieder von ihm folgt. In dem Fall war das jetzt die Dreier-Kombo mit dem Geweih von der Seite. So, da kotzt er wieder in so einem breiten Strahl vor sich hin. Für uns nicht gefährlich, bleibt er einfach auf Abstand, da kann echt nichts schief gehen. Ansonsten die ganz normalen Attacken ausweichen, nach der Dreier-Kombo meinetwegen noch einmal den Konterangriff starten, abwarten, da kommt jetzt ein riesen Stampfer, hätte man jetzt auch nochmal angreifen können. So, da kommt jetzt wieder die Magieattacke, diesmal wieder aus der Luft. Einfach weiter wegbleiben. Abwarten. Da hat er jetzt einen Schlag von der Seite wieder gemacht. Wir sind jetzt nicht hingelaufen wegen der Aura auf dem Boden. Da kam jetzt wieder der Dash von vorne, ausgewichen, gekontert. Das machen wir die ganze Zeit. Der Boss hat auch keine zweite Phase. Deswegen also ein sehr schön inszenierter Kampf. Ein sehr, sehr schönes Soundtrack. Also wirklich hübsch gemacht und alles toll für die Ohren. Aber wirklich jetzt herausfordernd ist das jetzt nicht. So, das Geweih wieder in den Boden gerammt und dann Dash nach vorne, haben wir gerade wieder ausgewichen, einmal geschlagen. Da kommt jetzt wieder die Magieattacke aus der Luft. Einfach wegrennen, gar nicht erst dahin laufen. Die erlischen dann auch ungefähr nach 10 Sekunden oder nach 5, 6 Sekunden. Da wieder der Dash nach vorne ausgewichen. Wenn man hinter sich geht, achtet drauf, dass der Boss uns noch mit dem Hinterbein angreifen kann. Ansonsten seht ihr, da ändert sich nichts. Der Kampf ist von Anfang bis Ende gleich. Da gibt es keine zweite Phase, keine wirklichen Attacken, die uns gefährlich werden könnten. Dennoch ein sehr, sehr schöner Fight. Und so, der Ahnengeist ist down. Nochmal zusammengefasst. Er hat viele klassische Attacken. Einmal die Schläge von der Seite, einfach ausweichen oder nach hinten gehen, nach der Animation draufhauen. Ansonsten noch die Dreier-Sprung-Attacke in der Luft. Nach dem dritten Sprung knallt er auf den Boden, ausweichen, schlagen. Darauf aber bitte achten, dass der Boss ebenfalls schnell kontern kann, immer dann direkt das Schild oben halten oder im richtigen Moment eine Ausweichrolle machen. Und bei den Kotz-Attacken, sowohl die Kotz-Attacke auf dem Boden als auch die Attacke in der Luft. Beide Attacken sind sehr einfach auszuweichen, indem man sich einfach weiter weg bewegt und dann wartet, bis die Magieflecken erlischen. Und ansonsten wirklich die normalen Attacken einfach ausweichen und schlagen. Wenn er sein Geweih in den Boden rammt, startet er so einen schnellen Dash nach vorne. Auch ausweichen, ganz klassisch, und dann ein-, zweimal draufhauen. Das macht man so lange, bis der Ahnengeist down ist. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, dieser Guide wird euch helfen. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.